Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren neuen Video von mir. Ja, Begriffe, die die Welt nicht weiß, wo die eigentlich herstammen. Wie zum Beispiel der Begriff Schwenkgrill. Kommt aus dem Saarbrückener Bereich. Ja, auf Saarbrückener Deutsch gesagt, Saarbrücke. Ja, einen Grill haben wir hier schon mal. Den sehen wir hier. Ja. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Top-Qualität. Aber egal, wenn man dann beim Rewe oder wo auch immer die Billigwürstchen holt, ist das auch scheißegal, ob der Grill teuer war. Ja, aber Schwenkgrill, wo kommt der her? Das möchte ich euch zeigen. Wir haben hier, ich gehe mal gerade hier in die Bücke, haben wir hier quasi einen von drei Griffen. Hat ein bisschen Gewicht. Ja, jetzt drehen wir mal den Grill ein bisschen rum, dass ihr auch seht, was hier los ist. Ja, und jetzt schwenken wir einfach mal den Grill. So, einmal nach rechts, einmal nach links. Die Würstchen sollen auch gut werden. Es sind jetzt zwar keine drauf, aber ist ja auch scheißegal. Ich wollte euch einfach nur mal den Schwenkgrill demonstrieren. Ja, in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zu einem meiner nächsten Videos. Ja, ciao, euer Sven.